Hashtag bin dein Spieler am TV, knips an. Duckface, bitte. Herzlich willkommen bei Spiel am TV. Wir haben heute zwei Spiele für euch. Aber es ist eigentlich ein und dasselbe Spiel. Ja, zwei verschiedene Prinzipien sozusagen. Ähnliche Regeln. Ja, Codenames. Ist ein bisschen anders, ne? Durchführung ist ein bisschen anders, genau. Aber Codenames, beziehungsweise, nee, warte mal, wir haben einen Gast. Beziehungsweise, wir müssen ihn eigentlich nicht mehr vorstellen. Das ist der Andi. Ja. Hallo. Genau. Wir spielen also heute Codenames von Check Games Edition. Beide Spiele von 2 bis 8 und mehr Spielern, dauert ungefähr 15 Minuten eine Partie, plus, was haben wir noch? Ja, ab 10 Jahren. Spiel des Jahres. Genau, Hashtag Spiel des Jahres. Genau, aber wir fangen jetzt erstmal mit Codenames an und tun das Codenames Pictures erstmal beiseite. Die Spiele funktionieren ja sowieso eigentlich identisch gleich, nur dass du halt statt den Wörtern Bilder hast. Genau, richtig. Genau, das Ziel ist es sozusagen es gibt einen Geheimdienstleiter und dieser Geheimdienstleiter muss seinem Team versuchen, dass das Team die richtigen Begriffe erklärt. Also in die Mitte kommen Begriffe und ich muss durch eine verschlüsselte Botschaft bzw. eine kurze Info, ein Codename sozusagen, muss ich die Leute darauf bringen, dass sie das dass sie die richtigen Begriffe erraten. Das Spiel ist eigentlich, oder was heißt es, ist eigentlich, es spielen zwei Teams gegeneinander. So richtig Spaß macht es aber, oder wird es erst bei, wenn 3 gegen 3 spielen. Deswegen machen wir das heute ein bisschen anders. Wir erklären euch das Spielprinzip, wir erklären euch den Aufbau. Andersrum, wir erklären euch natürlich zuerst den Aufbau und dann das Spielprinzip und dann spielen wir mal eine Runde an und erklären euch daran sozusagen dann einfach die Regeln. So, der Sascha legt schon mal die Begriffe in die Mitte. Die werden in einem 5x5 Raster angeordnet. Also 5 hintereinander, 5 nebeneinander, sodass man insgesamt 25 Begriffe hat. Und diese Begriffe sind mit diesen Karten hier an die Teams vergeben. Nach oben halten. Das heißt, wir werfen mal einen Blick beispielhaft drauf. Uah. Sieht man das? Ja. Genau, man sieht also, ich erkläre es mal einfach in die obere Kamera. Man sieht also hier dieses 5x5 Raster angeordnet und dann hat man dort insgesamt 4 verschiedene Farben drauf, nämlich einmal die neutralen, die roten, die blauen und dann ist ein Attentäter dabei. Und der Geheimdienstleiter des Teams, das jeweils dran ist, muss natürlich versuchen, dass das Team die blauen, also das Team Blau logischerweise die blauen Begriffe errät. Und der Geheimdienstleiter von Team Rot muss natürlich versuchen, dass Team Rot die roten Begriffe errät. Wenn der Attentäter erraten wird, also hier dieser Schwarze, dann ist das Spiel vorbei und das Spiel oder das Team, das die gefunden hat, hat verloren. Halte ich immer noch rein? Naja. Ja? Ja. Okay, gut. Die Beigen sind einfach nur die... das sind die Neutralen? Ja, die Zivilisten. Genau. Glaube ich. Und sollte denn die geraten werden, ist das Team fertig für die Runde und das nächste Team ist dran. Das gleiche allerdings auch, wenn man eine Karte vom Gegner erwarten hat. Genau. In dem Fall der Gegner einen Punkt mehr hat. Genau, der ist dann sozusagen näher am Ziel dran, weil er aufgedeckt wurde. Gut, da wir heute nur 4 Leute sind, wir wollten eigentlich ursprünglich 6 sein. Ja. 3 gegen 3. Hat nicht ganz funktioniert, deswegen müssen wir das jetzt wohl so lösen. Machen wir jetzt nur ein Team, das heißt, Roman wird jetzt der Teamleiter sein und wird uns jetzt ein paar Begriffe in den Raum schmeißen. Der Geheimdienstleiter sagt einen Begriff und eine Zahl. Das ist so unser Codewort, um herauszufinden, welche Wörter jetzt zu uns gehören. Ich mache ein Beispiel. Das sagt Körperteil 4. Mhm. Das heißt, es ist, wir sollen jetzt Wörter finden, was zusammenhängt mit dem Körperteil. Und es sind 4 Wörter, die wir finden müssen. Das heißt, Körperteil wäre zum Beispiel Bein möglich, Finger, Herz und Mund möglich. Was anderes gibt es, glaube ich, nicht.
Gut, wenn man jetzt aufs Tier geht, wäre Flügel theoretisch noch was. Aber ja, ja, das ist dann schon sehr weit hergeholt und um die Ecke gedacht. Genau, also wir wissen, also zwei Infos, was für eine Wortgruppe so die Wörter sind und wie viele Wörter wir auf das bezogen finden können. Genau. Wir können, also wir müssen mindestens eins erraten. Wir dürfen dann maximal diese 4 plus 1 erraten. Ich glaube, so war es. Genau, und erraten wird, indem man auf die Karte drauf tippt. Ja. Also man kann noch so oft sagen, ja, Bein, Bein, ganz klar Bein, aber man errät diesen Begriff sozusagen erst, wenn man drauf tippt. Und dann hat man hier diese Kärtchen, oder dann hat der aktuelle Geheimdienstleiter, hat diese Kärtchen zur Auswahl und markiert damit diese Karten. Das heißt also, wenn sich jetzt das blaue Team dafür entscheiden würde, dann habe ich hier diese blaue Karte und kann damit diese Karte markieren. Damit ist die Karte aus dem Spiel und das blaue Team kriegt dann quasi Punkt oder hat damit sozusagen ein Wort erraten. Wenn sie jetzt aber zum Beispiel sagen würde, okay, ich bin der Meinung, dass, keine Ahnung, Flügel auch noch dazu gehört und würde aus Versehen darauf tippen, tja, dann habe ich das vielleicht nicht gemeint und kann das mit einer neutralen Karte markieren. Folge ist, dass das blaue Team dann sozusagen den Zug beendet hat und das rote Team ist dran. Mhm. Ja, man muss natürlich sagen, beide Teamleiter von beiden Teams sehen dieselbe Karte von dem Raster. Genau. Ja. Also die wechseln sich ab und schieben sich das gegenseitig hinzu, damit jeder immer das gleiche dann hat. Beziehungsweise kontrollieren sich auch gegenseitig, dass es passt. Genau. So. Also insgesamt gibt es 5 verschiedene Karten. Die neutralen haben wir uns schon angeschaut. Dann gibt es natürlich Team Rot, Team Blau, den Attentäter und dann gibt es noch diese Doppelagentenkarte. Es ist nämlich so, auf diesem Raster ist es aufgrund dieser 25 ist halt einfach eine ungerade Zahl. Deswegen geht es nicht genau auf. Deswegen ist immer auf einer Karte entweder ein blauer mehr oder ein roter mehr. Das erkennt man dann daran, dass, jetzt kommt hier nur blaues, super, hier ist ein rotes, na, egal. Das erkennt man dann daran, dass hier rundherum die Farbe markiert ist von dem Feld oder von dem Team, das ein Feld mehr hat. Das heißt, hier wäre jetzt zum Beispiel Rot mehr, kann man nachzählen, 2, 4, 6, 8, 9, mehr als 2, 4, 6, 8, oh Wunder, deswegen rote Karte, rote Markierung, blau analog. So, beginnt auch dann auch das Team, was den Nachteil hat. Also genau, richtig. Es sind immer ein Team mit 9 und ein Team mit 8 und das mit 9 beginnt einfach. Und dafür gibt es diese Doppelagentenkarte, das heißt, wenn blau anfangen müsste, weil eins zu viel ist, kann man es dann auf die blaue Seite drehen und dann mit dem spielen oder man nimmt halt die rote Seite. Es ist halt so ein bisschen Materialersparnis für das Spiel selber. Genau. Gut, dann Aufbau ist, genau. Und dann gibt es noch diese Sanduhr, die steht hier nicht zur Deko, sondern die ist dafür da, es gibt jetzt nicht ein wirkliches Zeitlimit, aber nehmen wir mal an, dass Team Blau, was aktuell dran ist, viel zu lange braucht, dann sagt Team Rot irgendwann, ey, wenn ich dir weiß, das dauert mir jetzt zu lange, ja, und startet dann sozusagen diesen Countdown und dann hat man nur noch Zeit. Ich weiß nicht genau, wie lang das ist, eine Minute oder zwei. Grob geschätzt 2 Minuten, ne? Ja. Also von der Anzahl von Sanduhr. Guck doch mal. Wir testen jetzt mal die Sanduhr. Fast forward. Genau. aber ich würde sagen, das war's schon an Erklärung. Mit Spiel nochmal. Und wir fangen einfach mal an. So. Ich nehme jetzt einfach mal, was weiß ich, zieh mal eine raus. Hier, komm, nee, mach du mal. Oder doch du? So. Also. Das ist eine, ich zeig's mal dem, wobei wir blenden es dann ein. Ne? Zeig's doch rum, dann sehen wir es nicht. Das wäre die Karte und genau so nehme ich es auch wieder zu mir. So, und da es eine rote Karte ist, sind wir jetzt Team Rot. Dann sage ich mal Elektrik 3. Elektrik 3, also eine Leuchte könnte es sein. Ein Knopf könnte es sein, ein Schalter könnte es sein. Ein Mast könnte es sein. Oh, Funken gibt es auch. Oh, da ist auch viel dabei. Elektrik, Leuchte. Funken. Takt. Also ich bin mir sicher, dass es Leuchte ist. Herz.
War falsch. Da war es nicht Leuchte. Dum, dum, dum. So, das heißt, jetzt wurde eine Karte von dem anderen Team angetippt. Tut mir leid. Das heißt, jetzt wäre das blaue Team dran. Mhm. Da wir kein Team Blau haben, überspringen wir das Ganze mal. Genau, jetzt überspringen wir einfach die Runde. Team Blau hat einfach das erraten jetzt so. Okay. Das ist nämlich das Schwierige beim Schönen. Wenn du was sagst, wo noch mehr drauf zu treffen, was du nicht dabei gedacht hast, dann passiert halt sowas. Mhm, genau. Weiß nicht, ob könnte ich aber was Ähnliches sagen. Okay, Elektronik 3. Aha, okay, anders. Wir haben Schalter, Knopf und Taste. Oder? Naja, ich glaube, dass Roman sich ja nicht so weit was gedacht hat, weil es noch einiges mehr noch, die dabei passen können. Elektronik, Mast. Weiß nicht. Knopf, Elektronik. Scheibe. Wenn ich so einen Physikunterricht habe. Wanze. Dann machen wir einfach was anderes. Essen 2. Essen 2. Mund. Wäre noch mal was. Mhm. Riegel. Jo. Oder Schimmel. Ja, wenn du sagst Riegel, dann kann ich auch Flügel sagen. Wieso Flügel? Hühnerflügel. Ach so. Ach so. Geflügel. Also mit dem... G1. Also ich behaupte mal, mit dem Mund, da sind wir ziemlich sicher. Ja, ich glaube auch. Weil... Dann tipp mal drauf, also, ja. Ich esse mit dem Mund. Was? Was macht ihr für einen Scheiß? Wieso ich? Was ratet ihr für einen Scheiß? Also bitte. Essen. Du provozierst die Kommentare nachher, ne? Mein Gott. Ich laufe gleich über ins blaue Team, die gewinnt. Solange es noch nicht schwarz ist, haben wir noch nicht verloren. Ja, das blaue Team hat viel bessere Kombinationen. Ja, ich sag, ich laufe gleich über, die gewinnen. Also die spielen nicht mal mit, aber die gewinnen. Trotzdem. Also das Ziel ist schon, dass das rote Team gewinnt. Ja, Roman. Weiß 2. Weiß, was ist denn weiß? 2. Fleck. Ist ein weißer Fleck. Woher kann ich wissen? Schimmel könnte man sagen, weiß, obwohl nicht jede Schimmelart weiß ist. Richtig. Scheibe. Schein könnte. Ja, ist hell halt, ne? So heller Schein, ja. Ist so weiß, ne? Aber ich meine, wir hatten ja gerade schon wieder so, also wenn es jetzt wieder sowas ist, wie die ersten zweimal, dann ist es doch bestimmt jetzt eher sowas Simpleres, oder? Wie Schimmel oder weiß nicht. Flügel sind auch weiß, je nachdem von wem. Andererseits, wir haben ja gerade so gedacht, deswegen vielleicht sollten wir das nicht. Ja, vielleicht müssen wir jetzt aber so denken, warum man jetzt sich angepasst hat. An eure Denke kann ich mich nie anpassen. Also. Wir können jetzt sicher sagen, dass es eins von denen sein könnte. Schimmel, Schein oder Fleck. Mindestens eins davon ist es. Wie viel hast du gesagt, was er weiß, wie viel? 2. Es könnte auch eine weiße Taste sein, denk ans Klavier. Stimmt. Also ich würde Schimmel sagen. Stimmt. Okay. Und da wir ja vorher noch dieses mit der Elektronik hatten, könnten wir Funken noch nehmen. Dann haben wir schon mal... Wenn er das überhaupt gemeint hat. Oder Schalter. Also Schalter und Tasten sind typisch da auch... Also eher Schalter. Also ihr seht ja schon, mehr raten. Man kann, man darf noch alte Sachen noch mitraten, die man nicht rausgefunden hat. Aber man darf immer nur eins mehr raten, als er als Zahl gesagt hatte. Also dürften wir jetzt noch eins raten. Richtig. Wenn wir wollen. Elektronik und Elektrik. Nee, das ist doch Elektrik. Ah, wir haben noch Weiß. Weiß haben wir auch noch, gell? Und Weiß haben wir auch noch einen übrig. Hm? Ja, Fleck. Wer weiß, an welche Flecken du gedacht hast. Aber. Also bei Weiß denke ich eher an Blau. bei Fleck meine ich. Was, Blau? Ja, blauer Fleck. Fleck.
Bluterguss, Hämatom. Ach so. Ich weiß ja nicht, wie die bei dir aussehen. Aber ich weiß ja nicht, wo du deine Flecken herkriegst. Kommt drauf an, nach wie vielen Tagen. Und was man verkippt hat, ja. Also Funken. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir das mal sein lassen? Der Roman macht was Neues. Ja, immerhin haben wir jetzt einen Punkt mehr als Blau, ja. Also wenn wir gegen Blau verlieren, dann haben wir schon was falsch gemacht. Ja. Kerzen 2. War was? Kerzen 2. Kerzen. Okay, das ist jetzt klar. Also jetzt haben wir schon mal Schein. Ja. So. Also 2. Kerze. Fleck. Wachsfleck. Mm. Ja, das könnten ja, Funken bei einer Kerze. Zum Anzünden. Funken? Ja, ja, genau. Also ich würde von allen, die ich jetzt hier sehe, eher Funke sagen, weil irgendwie, aber Funke, Kerze macht keine Funken. Ja, ja, aber du musst sie erstmal anzünden. Das ist ja schon. Ach so. Sag doch du auch mal was. Ja, ich überlege mir eben, ob ich irgendwie Fleck sagen soll. Wachs ist weiß, Wachs ist Kerzen, Wachs Flecken. Aber die Kerze hat jetzt nichts mit dem Weiß zu tun. Tja. Ja. Bei der Demo hat vielleicht Kerzen mit. Sollen wir Roman mal weitermachen lassen und wir sagen, ja, wir lassen es jetzt mal so weit? Ja, ja, komm. Wir haben schon 2 mehr als Blau. Okay. Gefängnis 2. Wobei, nee, Gefängnis 3. Gefängnis 3. Mhm. Schelle. Handschelle. Riegel. Mhm. Gefängnis. Ja, das heißt Trakt, nicht Takt. Stimmt. Eine Scheibe. Ja, weiß nicht. Jäger, nee. Bei Monopoly, also bei dem Spiel, gäbe es auch ein Gefängnis? Also ich glaube, wir sind uns einig, dass es das Riegel bestimmt dabei ist. Ja. Und Schelle wahrscheinlich auch. Ja. Bogen. Hm, klar, und natürlich, das Schloss und Riegel. Ja, 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 ja. Ja, jetzt verstehe ich. Gefängnisflügel. Mhm. Könnte auch noch sein. Aber ich glaube Schelle eher jetzt. Ja, jetzt tipp erstmal die Schelle, bevor wir die... Oh, oh. Okay. Okay. Also sagen wir, das sind jetzt 2 nicht geraten von Gefängnis 3, hat er gesagt. Oh Gott, was könnte da noch alles dabei sein? Ja gut, vielleicht hat es Scheiben, das ist ein modernes Gefängnis, aber er ist nicht erstmal dran. Ich weiß nicht, ob es eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit ist, aber eins davon, 2. Was? Du musst ein Wort sagen, also Straftat. Straftat 2. Oder Ordnungswidrigkeit 2, ich weiß nicht, was es davon ist. Ja gut, Demo wird es bestimmt nicht sein, es ist ja eigentlich normalerweise angemeldet. Ja, wenn es nicht ist, dann... Ich meine, wenn du zündest, dann wäre es vielleicht Punkt. Jäger. Oder ich habe mich drauf getippt. Also will er irgendwas mit Wanze und Abhören sagen? Umzug ist. Wie gesagt, und wenn man zündelt, dann wäre es der Funke. Ja. Aber wenn man eine Scheibe einschlägt. Oder jemand den Finger bricht. Oh, ich verwirr zu viel. Mhm. Ordnungswidrigkeit. Oder Straftat. Oder Straftat. Herz. Spiel. Ein Bein stellen? Ach, das kann das nicht. Nee. Ich glaube, wir denken zu so. Ich glaube, du denkst anders als wir. Ich wüsste zwar gar nicht, was ich hier nehmen soll. Also jedes Funken genommen, weil das ist so ein Zündeln wäre eine typische Straftat. Funken? Nein, das hat nicht so Zünden zu tun, sondern du sendest. Das ja, kann aber auch illegal. Ein Funke sein. Wo ist der Funke? Kann auch das sein, ja. Also die Funke. Also ich würde das aber
Ja, aber ich würde eher sagen, Feuer. Wenn du funkst, wenn du oft auf der Frequenz funkst, die nicht freigegeben ist, dann hast du eine Straftat begangen. Das kann auch ein Bogen von einem Gebäude sein oder der Bogen, mit dem du einen Pfeil abschießt. Das ist doch komplett frei. Also es gibt ja verschiedene Interpretationen. Ja, ich habe gerade nur erklärt, warum das Funken noch sein kann. Das hat sich gerade so angehört, das muss das sein. Nein, ich habe bisher überhaupt, dass es das sein kann. Wäre für mich als Erklärung für eine Straftat, weil das Funken ist in Deutschland ist so wirklich eine Straftat. Kommt drauf an, auf welcher Frequenz. Es gibt viele Hobbyfunker. Ja, aber ist auch nicht immer so. CB-Funk ist alles so ein bisschen Krautzone. Ja, aber wie gesagt, ein Wort hat ja nicht immer nur eine Bedeutung. Das ist korrekt, das habe ich doch als Fach eine Aussage. Das ist das Problem. Ist kein Problem. Ich hätte Funken gesagt. Gut, dann tippen wir es einfach. Das würde ich jetzt auch tippen. Aufgrund der anderen Erklärung. Und du sagtest zwei. Also müsste noch eins sein, was. Wenn das überhaupt eins von denen war, es hätte ja auch bei Elektronik passen können. Wenn du mit deinem Funken anfängst. Straftat. Bein, Takt, Finger, Scheibe. Sag einfach Wahnsinn. Abhören, ja. Jetzt sollte ich Wahnsinn. Komm, Wahnsinn. Komm, tipp drauf. Mein Gott. Jetzt wird naja, noch eins. Also illegales ja, Abhören, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ich glaube, Ordnungswidrigkeit schon überschreitet. Ja. Aber es geht um den anderen Begriff, der noch liegt. Eins dürften wir. Ah, liegt da was? Das war was anderes. Na egal, mach mal. Keine Hilfestellung geben. Habt ihr nicht noch einen jetzt? Wir hätten noch einen offen, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich tippen soll. Von vorhin von Elektronik könnten wir uns noch was überlegen. Ja, vielleicht war das ja die Elektronik vorhin und das hat was anderes gemeint. Es gäbe ja noch zum Beispiel sowas wie Tasten. Tasten wird dann auch benutzt bei elektronischen Schaltungen. Oft. Ja. Takt auch, je nachdem. Herz. Egal. Ich würde sagen, Herz. Oder Knopf genauso. Aber das Herz wird mit TZ geschrieben, nicht mit Z. Ja, aber es kann ja sinnbildlich sein. Ja, ja, schon. Vielleicht weiß er das nicht. Weiß ich nicht. Soll ich jetzt das nächste Mal? Ja, bitte. Ja, komm. Aufruhr 2. Aufruhr 2. Demo und Umzug? Demo wird passen. Ja, Demo. Und Umzug bei Aufruhr? Ach ja, stimmt. Ja, natürlich. Also ja, ja? Ja. Ah, schade. Also ein Umzug, Aufruhr. Ja, Umzug. Da ist was los. Dann könntest du es an diese Scheiben einschlagen beim Umzug. Beim Aufruhr. Scheibe dazu. Aber ist jetzt eh egal, weil er muss. Börse wären auch Aufruhr. Erst hier, was er passiert ist. Der nächste. Noch zwei Wörter. Und ihr habt es eigentlich schon mehrfach genau das gesagt, worauf ich hinaus wollte. Haben wir das? Ja. Wir haben viel erzählt. Aber das hat das Spiel so an sich. Fühl! Eins. Was? Fühl. Fühl. Was? Fühl. Eins. Fühl. Eins. Fühlen oder fühl? Fühl! Ausrufezeichen. Fühl. Also Finger vielleicht. Das wäre dann zum Beispiel Tasten. Taste. Ach so, das ist eine Aufforderung. Taste. Hier, würde ich sagen. Blau. Ja, noch. Finger! Einer noch. Einer noch. Knopf. Na, was könnte noch sein? Ein Fühl noch. Ja, nur eins gesagt. Ich hab nur eins gesagt. Ach, nur eins gesagt. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt noch was genau wüssten, könnten wir das noch. Aber Stein 1. Stein. Hä? Die Scheibe. Mit Kerze habe ich auch einen Kerzenschein und einen Funken. Das, was du immer gesagt hattest, das wäre so oft gewesen. Ja, die Scheibe, das, dann was viel gesagt hat. Bei Kerze haben wir den Schein aber gemacht. Ja, aber die Funken nicht. Ja, nee, aber davor und Wanze, das war bei Ordnungswidrigkeit drin, das war. Naja, was soll's. Also wir haben jetzt zwei blaue gehabt.
Aber zumindest kein schwarzes. Und zwei neutrale, ja, Finger wär gewesen. Deswegen dieses Fühl, so Taste. Ich wusste nicht, weil Elektronik hatte ich. Wenn ich auf Computer gegangen wäre, dann wäre der vielleicht wieder auf Herz oder Takt. Finger jetzt auch noch was gewesen, oder was? Ja, Finger wäre das hier gewesen. Ach so. Von daher. Also, so schlecht wie wir jetzt waren, hätte uns die Frau vermutlich abgezogen. Wer hätten sie mitgespielt, denke ich ja. Theoretisch hätte man das ja auch mit dem Blauen spielen können, dass man einfach beide Teams zusammenspielt und es geht ja auch nur ums Spielprinzip. Es geht darum, um das Spielprinzip zu zeigen und zu erklären. Gut, dann. Du hast den Doppelagenten zugemischt. Das macht nichts. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen mal um und switchen auf Codenames Pictures. Ja. Du meinst,